begrüße euch alle sehr herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern, des Kurt-Eisner-Vereins. Mein Name ist Julia Killett, ich bin Geschäftsführerin des Kurt-Eisner-Vereins. Unser Gast heute ist der Künstler Wolfram Kastner aus München und wir unterhalten uns über politische Kunst im öffentlichen Raum und was es heißt, ein linker Künstler in Bayern zu sein. Schön, dass du da bist. Guten Abend, Wolfram Kastner. Guten Abend, freut mich. Bevor ich jetzt das Interview beginne, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade live sind und ihr die Möglichkeit habt, in der Kommentarspalte Fragen zu stellen, die dann an uns weitergeleitet werden. Als ich vor 9 Jahren nach Bayern kam, um für den Kurt-Eisner-Verein zu arbeiten, schaute ich erstmal, was gibt es überhaupt in Bayern alles zum Kurt-Eisner? Und in dem Zusammenhang bin ich auf die Kurt-Eisner-Kulturstiftung gestoßen. Lieber Wolfram, du hast die Kurt-Eisner-Kulturstiftung 1989 mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in München gegründet. Warum habt ihr euch ausgerechnet Kurt-Eisner als Namenspatron ausgesucht? Kurt Eisner war ein Politiker ganz besonderer Art, der nämlich im Unterschied zu den meisten Kunst und Politik zusammendenken konnte und eine enge Verbindung sah und auch Politik eigentlich als eine Kunstform auch ansah, der viele Künstler eingeladen hat, sich daran zu beteiligen, in die Gremien, in die Diskussionsforen und so weiter. Und das war für uns Anlass, daran anzuknüpfen, und Kunst nicht als eine unpolitische Randerscheinung der Gesellschaft weiterhin zu erhalten, sondern in der Mitte der Gesellschaft uns als Künstler an den gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Und die Kurt-Eisner-Kulturstiftung sollte Künstlerinnen und Künstler dazu ermutigen, sich nicht nur als Dekorateure von Bankfoyers zu betätigen, sondern wirklich also auch sich politisch zu äußern zu den aktuellen Geschichten dieser Gesellschaft. Du hast mir mal erzählt, dass die Kurt-Eisner Kulturstiftung auch so etwas wie ein lebendiges Denkmal war, hast du gesagt, weil ihr sehr, sehr lange dafür gekämpft habt, dass es mal ein Kurt-Eisner Denkmal in München gibt. Könntest du dazu noch mal was sagen? Naja, die Geschichte der Erinnerung an die Revolution, an den Freistaat, an den Beginn der Demokratie in Bayern ist ja sehr erbärmlich und sehr jämmerlich gewesen und zum Teil noch bis heute. Und es gab 1986 eine unsägliche Diskussion darüber, ob man Kurt Eisner überhaupt ein Denkmal setzen könnte in dieser Stadt, in der er wirkte. Und es gab dann eine Diskussion darüber, dass man das nicht machen könne, weil die Witwe des Mörders von Kurt Eisner, also die Witwe Arco, noch lebte und es sei eine Provokation ihr gegenüber, wenn man ein Denkmal für Kurt Eisner machen würde. Also solche unsäglichen Geschichten sind in dieser Stadt über Jahrzehnte gelaufen. Es wurden immer wieder Denkmäler zerstört, verändert. Es gab dann eine Bodenplatte an den Trambahngleisen am Promenadeplatz, die kein Mensch gesehen hat, kein Mensch kannte. Und da dachten wir, man müsste da mal etwas sichtbar in dieser Stadt machen. Eine lebendige Geschichte, denn Erinnerung ist ja nicht etwas, was man sich anschaut wie eine Tafel und geht daran vorbei, sondern Erinnern ist etwas Aktives. Und da ist es doch gut, wenn Künstler aktiv sich an dieser Erinnerung beteiligen. Es gibt ja auch zwei sehr, sehr wichtige Zitate von Kurt Eisner, die die Kulturszene geprägt haben oder prägen sollten, zumindest in der Zeit der Bayerischen Revolution. Es ist ja bekannt, dass diese Revolution vor 100 Jahren auch von Künstlerinnen und Künstlern unterstützt wurde, die ja dann später in einer Räterepublik mündete. Und zwar das eine Zitat ist: Der Künstler muss als Künstler Anarchist sein. Was meinte Kurt Eisner damit? Ein Zitat aus seiner großen Rede, die er gehalten hat am 3. Januar 1919 in der Oper, voll besetzt, nicht das übliche Opern-Wagner-Publikum, sondern Künstler und alle anderen Beteiligten an der Revolution. Eine Rede mit dem Titel »Die Stellung der revolutionären Regierung zur Kunst zu den Künstlern«. Und er hat in seiner Rede darauf klargestellt,
dass die Kunst nur in vollkommener Freiheit gedeihen kann und unabhängig sein muss, auch von dem Markt, dass ein Künstler nicht gezwungen sein sollte, eine Ware zu produzieren, die er dann verkaufen kann, sondern dass seine Existenz ebenso gesichert sein sollte in einer Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft, wie die eines Professors, der über Kunst promoviert hat und darüber spricht und referiert. Also auch, dass der Künstler ein Existenzrecht hat und in der Mitte dieser Gesellschaft leben können soll. Was hat sich davon denn heute in München noch gehalten? Ja, bedauerlicherweise sehr wenig, denn es ist tatsächlich so, dass der Kunstmarkt bestimmt eigentlich, was in der Kunst sichtbar gemacht werden soll, was in den Museen, in den Galerien öffentlich wird, was mit hohen Preisen versehen wird und so weiter. Und die Künstler werden schon an der Akademie darauf eigentlich getrimmt und begeben sich in die Position eines Warenproduzenten, der für einen Kunstmarkt Waren produziert, die dann von den Kunstsammlerinnen, Kunstsammlern, also sagen wir mal Quandt-Stiftung, Siemens Kulturstiftung und so weiter, dann auch angekauft werden können. Und die wollen natürlich bestimmte Dinge nicht sehen, wenn es zum Beispiel darum ginge, das Thema der Militarisierung, der Rüstungsproduktion in der Kunst zu reflektieren. Künstler sind also bedauerlicherweise und begeben sich selber in die Situation, dass sie für einen Markt produzieren, gängige, kommensurable, verdauliche Ware. Du bist ja ein sehr aktives Teil auch dieser Kunstszene hier. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, du warst auch auf dem Protestpodium, als das Haus 49 an der Domagstraße abgerissen werden sollte. Die Domagstraße, da stand mal die größte Künstlerkolonie Europas. In alten Kasernen, da lebten und arbeiteten Kulturschaffende der unterschiedlichsten, kreativsten Sparten. Auch die Couvert-Fabrik in Pasing musste schließen. Und immer mehr namhafte Künstlerinnen und Künstler ziehen nach Berlin, Wien oder Leipzig. Was bedeutet das deiner Ansicht nach für München? Ja, das bedeutet, dass diese Stadt kulturell versteckt oder verödet oder verwüstet, nicht? Es werden immer mehr Künstler abwandern, weil die Räume gar nicht mehr bezahlbar sind, weil die Stadt sich auch viel zu wenig darum kümmert, dass bezahlbare Produktionsstätten für Kunst, für Musikerinnen, Musiker, für bildende Künstler, für Filmleute, für Literaten und so weiter vorhanden sind. Da müsste die Stadt sich wesentlich mehr darum kümmern. Es gibt gute Beispiele in anderen Städten, zum Beispiel Salzburg, wo die Stadt eine alte Tabakfabrik angekauft hat und den Quadratmeter für 1 Euro vermietet. Ich bin selber gerade auf der Suche nach einem Atelier und da sind Mieten von 20, 30 Euro. Das kann eine Künstlerin und Junge schon gar nicht bezahlen. Also das bedeutet eine Versteppung, eine Verödung, eine Ausdünnung einer lebendigen Kulturszene und das tut dieser Stadt nicht gut. Ja, vielen Dank erstmal für deine spannenden Statements. Jetzt würde ich gerne mal über dein Werk sprechen. Wir sehen auch im Hintergrund 3 Bilder von dir. Das ist einmal Kurt Eisner und Sarah Sonja Lerch. Das ist die Revolutionärin, die die Frauen im Januarstreik angeführt hat. Und daneben ist noch Erich Mühsam. Alles 3 Revolutionäre, die natürlich die Bayerische Revolution sehr geprägt haben. Du bist ein linker Künstler in Bayern und bist aber auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv, viel auch in Österreich. Deine Kunst stört, sie mischt sich ein und provoziert. Politische Themen sind Gewalt, Ausgrenzung, Militarisierung und immer wieder auch eine Reflexion mit der NS-Geschichte. Warum sind dir genau diese Themen so wichtig? Naja, Geschichte ist keine Vergangenheit, sondern Geschichte ist ein Teil der Gegenwart. James Baldwin hat mal gesagt, wir tragen die Geschichte in uns. Wir sind unsere Geschichte. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Geschichte anders reflektieren, als es eine gewisse Herrschaftskultur, eine gewisse Herrschaftsgeschichte uns nahe bringt mit Verschweigen und Verdrängen, sondern dass wir die Geschichte in ihrer ganzen Breite, ihrer ganzen Differenziertheit wahrnehmen und heute daraus auch entsprechende Lehren, Attraktionen und so weiter resultieren. Und es sind ja viele Themen, die ich auch darüber hinaus, über die angesprochen hinaus,
aufgreife, wie zum Beispiel auch den Antisemitismus der Kirchen, also diese sogenannten Judensausgebühren, die es bis heute an 30 deutschen Kirchen gibt und wo sich alle darum herumdrücken und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wir brauchen, und das kann Kunst, einen klaren Blick. Kunst kann etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sieht. Und anregen, und darum geht es, anregen, darüber nachzudenken, wie wir mit Geschichte und Gegenwart für eine bessere Zukunft umgehen. Das finde ich auch sehr außergewöhnlich an dir als Künstler, dass du politische Aktivistinnen einlädst, dich sich an deiner Kunst zu orientieren und sie auch zu übernehmen. Was würdest du dir von den Kulturschaffenden dieser Stadt, aber auch von der linken politischen Bewegung wünschen? Oh, da habe ich viele Wünsche. Der eine Wunsch wäre, dass sich die politisch Aktiven auch mit Künstlern einlassen und Kunst als eine Möglichkeit der Wahrnehmung, des Denkens und der Veränderung begreifen und nicht als eine Dekoration für die Freizeit, für den Feierabend. Und dass Künstlerinnen und Künstler sich auch wirklich in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft einmischen und nicht sozusagen eine Genuss- und Feierabendkultur und Kunst produzieren, wo dann das Bürgertum oder so oder Menschen überhaupt am Abend sich entspannen von dem, was sie am Tage erleben und was Realität dieser Gesellschaft ist, sondern dass man sich genau mit diesen Themen befasst und da auch vielleicht die Wahrnehmung verändert, weil wir nehmen ja eine Wahrnehmungsgewohnheit und diese Gewohnheit besteht darin, bei vielen Dingen wegzuschauen. Und es geht darum, hinzuschauen und vielleicht einmal anders hinzuschauen, als man es gewohnt ist. Das machst du mit deinem Werk und aufgrund deiner politischen Ausrichtung und deiner provokanten Ausrichtung ist es kaum verwunderlich, dass du in Bayern noch nie mit einem Preis ausgezeichnet wurdest. Oder hast du doch mal einen Preis bekommen? In Bayern nicht, dass ich wüsste. Mal in Berlin und so, aber in Bayern nicht. Dafür wurdest du aber mit Bußgeldern und Strafanzeigen überhäuft. Du wirst da jetzt gleich was zu sagen. 2018 ist ein Buch über dein Lebenswerk erschienen. Herausgegeben wurde es vom NS-Dokumentationszentrum München und dem Architekturhistoriker Professor Winfried Nerdinger. Du hast eine Präsentation vorbereitet, die schauen wir uns jetzt zusammen an und du wirst dann etwas zu deinen Kunstaktionen erzählen und dann bestimmt auch auf die ganzen Strafanzeigen, die du dafür erhalten hast, hinweisen. Ja, das mache ich gleich. Das Buch hat den Titel Nicht ich provoziere, sondern die Zustände provozieren mich und es war mühsam, aus den vielen, ja, über 100 Aktionen, die ich gemacht habe, 30 auszuwählen, die ein bisschen symbolisch vielleicht dafür sind, was ich so mache. Ich möchte davon einfach ein paar Dinge zeigen, wie so etwas läuft und was dann passiert, wenn man sich nicht mit dem Wegschauen begnügt. Hier sieht man ein Grab, ein Kreuz auf einem Friedhof. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber das Ungewöhnliche ist, dass es für den Generaloberst Alfred Jodl dort steht. Alfred Jodl war ein in Nürnberg verurteilter Hauptkriegsverbrecher, der zum Beispiel die Hungerblockade von Leningrad mit über 1 Million Toten zu verantworten hatte, der den Kommissarsbefehl unterschrieb und ausführte, der also für ganz viele Kriegsverbrechen zuständig war, verantwortlich war und der verurteilt wurde und hingerichtet. Und für den wurde dann, seine Asche wurde also in die Isar gestreut, für den wurde dann 1953 ein Ehrenkreuz auf dem Friedhof auf der Fraueninsel im Chiemsee errichtet von seiner Witwe. Und seitdem sind da auch immer wieder Nazis hingepilgert. Und wir haben versucht, da etwas zu machen, dass man das verändert. Es gibt also viel Unzufriedenheit, es gibt viele Menschen, die sich daran stören. Aber in Bayern ist es scheinbar möglich, so etwas zu erhalten. Sie ist der damalige Bürgermeister, hat gelogen, dass dann niemand sich darüber aufregen würde und so weiter und so weiter. Wir haben angeregt, dass man etwas tut. Das wurde abgelehnt.
Und dann sind wir selber hingegangen, mein Anwalt und ich, und haben dort eine Tafel angebracht, keine Ehre für Kriegsverbrecher, damit man etwas sieht von dem, was da war und was da ist. Und dann wurde vielleicht üblich für Bayern dort ein schwarzer Sack darüber gestülpt. Das, glaube ich, ist schon eine bayerische Angelegenheit, ein schwarzer Sack, damit man die Geschichte nicht wahrnimmt. Die Tafel wurde dann entfernt. Dann sind wir nochmal hingegangen und haben das J entfernt, sodass nur noch Alfred Odel da stand. Odel ist die süddeutsche Bezeichnung für Gülle oder Jauche, und das ist braun und stinkt, so wie die Person und diese Taten, die er zu verantworten hatte. Das J habe ich nicht behalten, sondern ich habe das an das nach Berlin geschickt, an das Museum für deutsche Geschichte. Aber es wurde dann also wieder eingesetzt. Dann bin ich nochmal hingegangen mit Freunden, und wir haben etwas rote Farbe symbolisch dorthin geschüttet, eine Art Schüttbild also erstellt, um auf diese Bluttaten, seine blutigen Verbrechen hinzuweisen. Und das wurde dann auch wieder entfernt. Und wir wurden dann nochmal aktiv, und es gab dann Anzeigen wegen Störung der Totenruhe, wegen der Sachbeschädigung und so weiter. Und ich wurde dann auch verurteilt. Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst spielen eine wesentlich geringere Rolle als der Schutz des Eigentums, obwohl ja in Artikel 14, 15 des Grundgesetzes steht, dass das Eigentum sozialpflichtig sein, dem Wohle der Allgemeinheit dient. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ehrenkreuz für einen Hauptkriegsverbrecher dem Wohle der Allgemeinheit dient. Aber ich wurde da verurteilt, und nun ist inzwischen, wir haben eine Petition gestartet, die wurde im Landtag dann sogar positiv beschieden. Aber es geht nichts weiter, und die Jodelbande, ich würde sagen, diejenigen, das sind diejenigen, die also unbedingt die Ehrung des Hauptkriegsverbrechers erhalten wollen, haben nun eine Tafel davor gesetzt, die man hier sieht, die man auch jederzeit wieder entfernen kann. Damit wollen sich sogar die CSU und ich glaube sogar die Grünen im Landtag damit zufrieden geben. Mir kommt das so vor, als wenn man in einem Oberbürgermeisterbüro ein Hitlerbild hätte und ein Tuch drüber hängt. Das kann nicht sein. Ich bin gespannt. Wir haben also eine Beschwerde eingereicht zum Bundesverfassungsgerichtshof. Und ich bin sehr neugierig, und als gemäßigter Optimist gehe ich auch davon aus, dass diese Urteile aus Bayern dort in Karlsruhe aufgehoben werden. Ein Kriegerdenkmal in München an der Dachauer Straße auf dem Militärgelände zeigt einen Text: Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehre, den Toten der bayerischen Eisenbahnkompanien. Da haben wir auch mit Kollegen zusammen an das Bundeskriegsministerium, an das Bundesverteidigungsministerium geschrieben, dass es doch nicht sein könne, dass man diesen offenbar und offenkundig historisch falschen Satz heute noch mit Grenzen der Bundesregierung dekoriert, wie man auf diesem Bild sieht. Passiert das alljährlich am Volkstrauertag? Wir bekamen dann ein Antwortschreiben, dies sei ein Denkmal und das müsse unverändert erhalten bleiben, es sei ein Sachzeugnis, wobei die Frage ist, was für eine Sache da jetzt bezeugt wird. Dieses Denkmal wurde 1922 errichtet. Es war 1945 zerstört. Durch eine Kontrollrasterektive der Alliierten durften Kriegerdenkmäler oder militaristische Denkmäler nicht aufgebaut werden. Also hat man gewartet bis 1962, und 1962 hat man es dann in dieser Form wieder aufgebaut. So sah das 1934 aus, noch mit dem Zusatz, den Lebenden als Beispiel. Und man sieht die aufgehobenen rechten Hände. Wir sind dann hergegangen und haben ein paar Buchstaben entfernt, sodass, und zwar, also, das ist R-U-H. Und so weiter, sodass nur noch da stand, sie starben für Deutschlands Unehre, und haben diese Buchstaben eingepackt und der damaligen Ministerin von der Leyen geschickt, mit der Bitte, da endlich tätig zu werden. Was daraufhin geschah, war, dass es sofort wieder schwarz eingehauen
verhaust wurde, schwarz eingesargt wurde, damit man das nicht sieht, dass sie für Deutschlands Unehre starben, denn es war ja ein verbrecherischer Angriffskrieg. Da wurden ja ganz viele Kriegsverbrechen begangen. Wir haben dann diesen schwarzen Sarg benutzt als eine Grundlage für weitere Aufschriften, denn es geht ja eigentlich um Trauer und es geht um die Absicht, Frieden in der Welt zu schaffen und nicht Ruhm und Ehre, Deutschlands Ruhm und Ehre in der Welt zu vertreten und zu, mit militärischen Mitteln da zu verbreiten. Das wurde immer wieder entfernt und dann haben wir eine Tafel dort angebracht. Wir trauern um alle, die im Weltkrieg 1914, 18 grausam und sinnlos ihr Leben verloren. Die Toten mahnen uns mit allen Kräften für Frieden zu sorgen und Kriege zu verhindern. Diese Tafel wurde dann auch wieder von der Bundeswehr abgerissen. Und es gab dann einen Prozess, eine Anzeige. Und uns wurde vorgeworfen, der Richter sagte, dieser Text sei unerheblich. Die Farbe allein, die gelbe Farbe, sei so auffallend, das wäre beschimpfender Unfug und würde zeugen von einer groben Gesinnung. Das sei außerdem eine Störung der Totenruhe, wobei da keine Toten liegen, denn die sind irgendwo in Verdun und Sedan und so weiter, aber nicht dort an der Dachauer Straße. Und es sei eine Pietätsverletzung. Diese Urteile wurden auch durch alle Instanzen bestätigt. Und wir haben da ebenfalls eine Beschwerde zum Bundesverfassungsgerichtshof eingereicht. Und auch da bin ich gespannt und freue mich auf die Revision dieser Urteile. Dann müssten sich bayerische Gerichte mal Gedanken machen, wie man mit diesen Dingen anders umgehen kann. Es gibt in München einen Platz der Freiheit, der 1945 dort so benannt wurde. Das war vorher der Hindenburgplatz. Hindenburg war ja der Steigbügelhalter der Nazis. Wir haben da in einer Gruppe von 8 Personen haben wir angeregt, dass man dort Personen, die Widerstand gegen die Nazis leisteten, dort mit Namen, kurzer Biografie und Gesichtern ehrt. Da stand nur dieser kleine Stein da hinten, den kein Mensch kannte. Auf dem steht den Opfern im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Das ist so anonym und so unpersönlich und so unsichtbar, dass das so eigentlich nicht würdevoll ist. Wir haben also eben diesen Vorschlag gemacht, dass dort solche Stelen, weiße Stelen aufgestellt werden, die dann mit Biografien und Porträts versehen sind. Wir haben das am 5. Juli 2016 eingeweiht, also eröffnet mit vielen, die da also diese Biografien jetzt auch lesen und so weiter. Es hat große Resonanz. Aber die Stadt wollte das auf jeden Fall wieder weghaben. Der Kulturausschuss und das Kulturreferat haben gemeint, dieser Platz sei doch gut für temporäre Kunstinstallationen zum Thema der Freiheit allgemein. Und das sei ja nur eine temporäre Geschichte und die sollte da wieder weg. Es gab eine Unterschriftenliste, es gab eine Bürgerversammlung, 2 Bürgerversammlungen, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Denkmal auch immer wieder ergänzt wird mit weiteren Biografien und Personen. Ja, das sind so Beispiele von Menschen, die aus unterschiedlichsten Motiven Widerstand geleistet haben. Franz Fellner, der seine Uniform in die Isar warf. Max Klar und Sylvia Klar, die bei der Widerstandsgruppe Neubeginnen waren. Egal ob Sozialdemokraten, Kommunisten oder einfach Personen, Zeugen Jehovas oder andere, die aus ganz unterschiedlichen Motiven Widerstand leisteten, sollten eigentlich geehrt werden. Gerade heute, in einer Zeit, in der Rechtsextremisten und Nazis versuchen, die Geschichte wieder umzudeuten. Ja, und nun ist es so, dass sich tatsächlich jetzt nach der neuen Wahl der Stadtrat dazu entschieden hat, das Kulturreferat zu beauftragen, dass man dieses Denkmal verstetigt und dauerhaft stehen lässt und nicht wieder abreißt.
Man wird sehen, was daraus wird. Wir haben angeboten, dass wir gerne darüber gemeinsam beraten. Wir wollen ja so etwas nicht einfach alleine durchdrücken, sondern das muss man gemeinsam machen. Und man wird sehen, was daraus wird. Ich hoffe, etwas sehr Positives im Sinne derer, die das eben auch unterstützt haben. Hier sieht man deutschen Rasen. Deutscher Rasen, der gerne wächst über die Geschichte. Dies ist der Rasen vom Königsplatz in München. Dort fand 1933 am 10. Mai die protzigste Bücherverbrennung mit 70.000 Anwesenden, also nach Berlin die protzigste Stadt mit 70.000 Anwesenden, nachts um 23.30 Uhr bei strömendem Regen. Und es waren nicht nur die Nazis, sondern es waren auch katholische und bündische Studentenverbände und das konservative reaktionäre Bürgertum der Stadt München, die sich da das Herz erwärmten, indem sie Bücher verbrannten. Hier sieht man die Einladung für diesen Verbrennungsakt. Ich habe das gefunden. Dort hat also zum Beispiel der Rektor der Universität, der LMU, eine Ansprache gehalten. Es gab Opern, Auftritte, Gesänge und so weiter und so weiter. Und auf diesem Platz wurden dann später Platten verlegt und es waren die großen Aufmärsche der Nazis fanden dort statt. Und 1988 waren diese Platten so brüchig wie das Verbrechersystem schon ein paar Jahre zuvor. Und dann hat man dort Rasen angepflanzt nach dem ursprünglichen Konzept. Und es gab eine Hochglanzbroschüre vom SPD-Oberbürgermeister Kronawitter und dem Ministerpräsidenten Streibel herausgegeben, wo drin stand, endlich darf Gras über die Geschichte wachsen. Und das sollte natürlich genau nicht passieren, denn die Literatur, die damals ausgemerzt werden sollte und ausgemerzt wurde, aus den Bibliotheken, aus den Köpfen, aus den Schulbüchern, aus den Buchhandlungen und so weiter, ist so aktuell, als wäre sie gestern für heute geschrieben und ist der beste Bestandteil der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Und das sollte man nicht vergessen. Ich habe dann die Stadt angeregt, darum gebeten, ich würde gerne an der Stelle, wo die Bücherverbrennung stattfand, 1933, in den Rasen einen Brandfleck brennen und eine Tafel aufstellen mit einem Text in Deutsch und Englisch, was dort war, nie wieder sein soll. Und das wurde von der Stadt untersagt. Der damalige SPD-Oberbürgermeister Ude hatte extra eine Gedenkstättenkommission, die es zuvor nicht gab, einberufen, die dann entschied, dass das nicht sein dürfe, denn, das war die Begründung, der Rasen von 1933 sei nicht mehr vorhanden. Das konnte jeder mit zwei Gehirnwindungen denken und wissen. Ich habe das, und da unterscheide ich mich vielleicht auch ein bisschen von anderen Künstlern, ich habe das nicht einfach geschluckt und leise in meinem Atelier vor mich hingeweint, sondern ich habe das an die Öffentlichkeit gegeben, weil es ja nicht nur mich etwas angeht, sondern es geht die gesamte Gesellschaft, die ganze Stadt, die Bevölkerung etwas an. Und als dann die Presse darüber schrieb und sich über diese Stadt München und ihre merkwürdige Erinnerungskultur oder Unkultur lustig machte, dann hat man es doch irgendwie mal genehmigt. Ich konnte also eine Tafel aufstellen und einen Brandfleck dort anbringen. Der wuchs dann auch wieder im Laufe der Zeit zu. Man sieht, dass da also sehr schnell der Löwenzahn drüber wächst und das wieder begrünt wird. Und ich finde es auch ganz gut. Ich finde es besser, als eine Platte dort anzubringen. Man muss etwas tun. Wir haben eine Lesung dort veranstaltet mit Hanne Hiob damals, der Tochter von Bertolt Brecht und Schülerinnen und Schülern des naheliegenden Gymnasiums. Und das war eine gute Geschichte und ich wollte das eigentlich im nächsten Jahr wieder machen. Dann wurde es wieder verboten und jedes Jahr wieder. Dann sagte man, das sei eine Wiederholung. Soviel ich weiß, werden Opern auch nicht nur einmal gespielt, sondern wiederholt. Aber wenn es um die politische Erinnerung geht, dann scheinen andere Kriterien im Kulturreferat und in der Stadt München zu gelten. Im Jahr 2003 bekam ich dann nach vielen Anläufen und so bekam ich dann doch eine Genehmigung für eine Lesung, aber ich durfte noch nicht den Rasen ansengen, den deutschen Rasen, der sollte unbeschädigt bleiben. Im Jahr 2004 durfte ich den Rasen dann aber tatsächlich wieder ansengen
Und es wurde aber mir die Auflage erteilt, ich solle 345 Euro in die Stadtkasse bringen für die zeitnahe Verlegung von Rollrasen. Wie man vorhin gesehen hat, der deutsche Rasen wächst sehr schnell wieder gut über so einen Brandfleck drüber, weil das ist ja wie ein Düngemittel. Nun kam ein Baggerfahrzeug mit 5 Arbeitern und 17 Rollen Rollrasen und haben da abgebaggert, rechteckig und Rollrasen drüber gelegt. Ich habe die Rechnung nicht bezahlt, weil ich sagte, die Stadt, wenn sie meint, sie sei für das Zudecken zuständig, sollten sie mit dieser genialen Rollrasen-Idee das selber dafür gerade stehen und das machen. Ich bin eher fürs Aufdecken und werde das nicht bezahlen. Ich habe es nicht bezahlt und seitdem läuft das sehr gut, alljährlich. Ich habe viele Mitveranstalter gewonnen. Es gelang mir auch mal Hans-Jochen Vogel zum Schirmherr zu gewinnen für ein Jahr, als man das von der Stadt wieder einstellen wollte. Inzwischen lesen da mehrere Stunden lang Hunderte von Lesern und es sind ein paar tausend Zuhörer im Laufe des Tages da, Schulklassen, Studenten und so weiter. Verschiedene Organisationen unterstützen das, auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, auch die Hochschule, die Technische Hochschule ist inzwischen als Mitveranstalter dabei, aber noch nicht die LMU. Das ist ein offenbar sehr dickes Brett, das muss man noch bohren und dafür braucht man auch noch viel Unterstützung. Wir haben in diesem Jahr trotz Corona dort auch eine Lesung gemacht und haben eine Website, Lesung aus verbrannten Büchern.de, gemacht worden mit 80 Lesungen. Das kann man sich auch für die Schulen anschauen, das kann man in verschiedenen Gelegenheiten verwenden. Und so sah das dann etwas dieses Jahr etwas einsamer aus, aber doch einige waren da und haben dann auch tatsächlich gelesen mit gehörigem Abstand. Es gibt viele besondere Orte in Deutschland. Ein ganz besonderer ist das Hindenburgdorf Dietramszell in Oberbayern, sehr schönes Dorf, nahe an den Bergen mit einem Kloster und einer Barockkirche und so weiter. Ich mag den Barock ja nicht so sehr, aber viele doch. Dieses Dorf hat eine besondere Geschichte. Dort ist nämlich der Steigbügelhalter Hitlers Hindenburg immer zur Jagd hingefahren und deswegen haben 1939 die Dietramszeller, nicht nur die Nazis, sondern auch die anderen, an der Wand des Klosters, damals noch Schloss, eine Büste, einen Kopf, einen Riesenschädel, ungefähr 70 cm, 80 cm groß, gestaltet von dem Nazi-Bildhauer Thorak, haben dort also diesen Hindenburg an die Wand mit einem großen Brimborium und Hakenkreuzfarben angebracht. Ich denke, das kann so nicht bleiben. Wir haben auch da der Stadt geschrieben, wir würden das gerne doch irgendwie gemeinsam verändern. Das wurde abgelehnt und dann muss man vielleicht doch aktiv werden. Und ich habe mit zwei Kollegen in dieser Kostümierung am helllichten Tag, ich arbeite nicht gerne in der Nacht, sondern ich habe nichts zu verbergen, sind wir dorthin und haben mit einer, haben die rostige Schraube, die rostige Mutter von Hindenburg da abgedreht. Die rostige Mutter habe ich noch. Den Kopf haben wir dann weggetragen und haben ihn auf das Gelände des Nachfahren, des Gastgebers und Jagdkumpanen von Hindenburg, des Herrn Schilcher, aufs Grundstück gelegt mit einer solchen Augenklappe. Ja, und dann gab es eine große Aufregung und die Presse schrieb darüber und es wollten sofort einige wieder diesen Hindenburg-Schädel dort anbringen, weil das wohl der berühmteste Mensch war in der Weltgeschichte, der jemals nach Dietramszell kam. Aber es geht nicht so einfach, denn dieser Kopf gehört dem Kloster, den Salesianerinnen. Und die haben gezögert. Die Stadt, die Bürgermeisterin wollte das wieder anbringen und viele Dietramszeller. Und ich habe etwas gelernt, dass die Demokratie in diesem Lande noch nicht so sehr und in Dietramszell besonders nicht so sehr etabliert ist. Denn ich bekam Anrufe
Wir bekamen Anrufe von Menschen, die sagten, gut, dass wir das gemacht haben. Endlich hat da jemand was gemacht. Aber meinen Namen dürfen Sie nicht sagen. Es gab inzwischen auch ein Symposium und so weiter. Der Schädel ist weg. Das ist ein Erfolg. Er liegt möglicherweise in der Jagdhütte des Herrn Schilcher. Und dann passiert etwas Besonderes. Das ist, im Jahr darauf gab es eine Faschingsfeier, wo alle die Transseller da waren. Und dann ist das sehr lustig. Man nennt das eine Bettelhochzeit. Und da wurde, wie man hier sieht, ein Aktionskünstler in einem solchen Jacke, wie wir anhatten, dort symbolisch aufgehängt mit dem Hinweis, Aktionskünstler Obacht geben. Ich habe das natürlich nicht einfach so hingenommen, sondern wir haben da eine Anzeige erstattet. Das wurde eingestellt, weil niemand weiß, wer das gemacht hat. Und eigentlich hat es auch niemand gesehen. Alle haben es gesehen, alle haben es gewusst, aber sie haben weggeschaut. Das ist in Bayern so möglich. Das Verfahren wurde eingestellt, weil man jemanden finden könnte, und der Staatsanwalt fand auch, dass das vielleicht eine überzogene, überspitzte Kritik sei, aber keine Morddrohung. Nun, was ist Kunst? Ist manchmal offenbar eine Belästigung der Allgemeinheit in München. Ich wurde dort eingeladen auf dem ehemaligen Militärgelände an der Ackermannstraße, wo die Nachrichtenbataillone waren. Dort wurden Wohnungen gebaut und es gibt da einen Kunstraum, einen Schauraum. Und ich wurde eingeladen, unter Bezugnahme auf dieses militärische Gelände eine Ausstellung zu machen zum Thema Krieg und Frieden. Und ich habe dort unten, wie man sieht, auf dem Sockel die A3 große Ausdrucke angebracht mit einem Text und Abbildungen von den Wirkungen der Waffen, die wir in alle Welt exportieren. Deutschland ist ja dritter Weltmeister, den Wirkungen deutscher Waffen am menschlichen Körper. Das war 4 Meter hinter einer Fensterscheibe und dann wurde das eröffnet und am Tag darauf holten Nachbarn die Polizei. Die Polizei schaute hier durch die Fensterscheibe und sah erstmal nichts davon. Es gab dann große Aufregung, große Auseinandersetzung und so weiter, und ich habe dann das Ganze abgebaut und es gab einen Prozess und ich bekam von der Stadt München einen Bußgeldbescheid. Ein Bußgeldbescheid, hier sieht man nochmal, wie sichtbar das Ganze ist. Ein Bußgeldbescheid über 278 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz, Belästigung der Allgemeinheit. Es ist also nicht der Krieg eine Belästigung, sondern wenn man zeigt, was der Krieg am menschlichen Körper verursacht. Und das sollte man nicht sehen, damit man nicht demotiviert wird, nicht? Es gab, nachdem ich das nicht bezahlt habe, einen Prozess, einen zweitägigen Prozess mit der Vernehmung von 7 Zeugen. Und die Dame, die mich angezeigt hat, ist eine Kulturredakteurin eines Münchner Online-Kulturmagazins. Die behauptete, ihre Kinder seien durch diese Abbildung traumatisiert worden. In dem Prozess musste sie zugeben, dass ihre Kinder diese Ausstellung gar nicht gesehen haben. Der Richter hätte mich wohl gerne verurteilt, aber da konnte er nicht mehr, musste mich freisprechen. Landsberg, eine Stadt mit einer merkwürdigen Geschichte, dort war ja Hitler im Gefängnis und hat dort mit vielen anderen gemeinsam wohl meinen Kampf geschrieben. Landsberg, die Stadt der Jugend, in der Nazizeit, heute eine ganz normale Stadt. Es gab dort bis 2007, seit 1923, einen Schlagitterstein. Schlagitter war ein Bombenleger. Er war ein Nazi, er war Mitglied der NSDAP und hat in den Rheinlanden, hat er also Bomben gelegt, wurde dafür von den französischen Besatzungskräften, Militärs wurde er verurteilt und standrechtlich erschossen. Und seitdem war er eine Ikone der Deutschnationalen.
nicht nur der Nazis, sondern auch katholischer Kreise und andere konservative Kreise. In der Nazizeit waren dort Jugendgruppen. Es gab in allen deutschen Städten Schlage der Straßen, Schlage der Steine, Schlage der Denkmäler, ein Schlage der Schiff, Kraft durch Freude. Es gab ein Schlage der Theaterstück, das in allen deutschen Theatern aufgeführt wurde. Und auf den Websites der heutigen Nazis ist Schlageter eben eine Jugendikone des deutschen standhaften Nationalismus. Wir haben dem SPD-Oberbürgermeister Lehmann geschrieben, dass wir da gerne etwas machen würden. Das wurde abgelehnt. Wir sollten dann noch mal einen Vorschlag machen. Wir machten den Vorschlag, das nicht in den Lech zu schmeißen, sondern schräg zu stellen und eine Fläche rauszugravieren und einen Text hinein gegen Gewalt und Nationalismus und Militarismus. Das wurde abgelehnt. Na, und dann muss man irgendwie doch sich überlegen, und das überlege ich mir dann, hat mir das mit ein paar Freunden und Kollegen überlegt, was macht man nun? Und wir sind hergegangen und haben den Stein umgekippt. Haben ihn dann hingelegt, haben ein Absperrband dazu und einen Text, wer Albert Schlageter war. Und so. Da ging es los. Wir bekamen 4 Anzeigen. Eine vom SPD-Oberbürgermeister wegen Sachbeschädigung und 3 vom bundesweit vorbestraften, unserer bekannten vorbestraften Nazis. Alle 4 wollten sofort, dass dieser Stein wieder aufgestellt wird. Und als der SPD-Oberbürgermeister sah, dass er also mit dem in einem Boot dann sitzt, dann zog er zurück. Aber es gab eine Anzeige. Der Staatsanwalt hat das zu einem Bußgeldbescheid gemacht und wollte dann ein besonderes Strafverfolgungsinteresse, einen Strafbefehl, mit so einem Strafverfolgungsinteresse ausgestattet, jetzt durchdrücken. Es wurden unsere Wohnhäuser beschmiert von Nazis. Und da habe ich wieder was gelernt, ich lerne immer was dabei. Da kam nämlich dann die Polizei und sagte mir, jetzt haben Sie eine Ruhe. Da fragte ich, wieso? Ja, wissen Sie, das ist so, die Linken unterschätzen unsere Wirksamkeit und glauben, wir machen nicht so viel, wie wir sollten. Und die Rechten überschätzen uns, die glauben jetzt, dass ihr Haus rund um die Uhr bewacht wird, aber das machen wir nicht. Der Prozess ging dann so aus, dass wir freigesprochen wurden. Und der Stein ist dort nicht mehr aufgebaut worden. Kunst kann also manchmal sehr erfolgreich etwas bewirken. Eine wichtige Sache, die auch aus der Nazizeit stammt, ist das Konkordat. Der einzige Staatsvertrag der Nazis, der bis heute gilt, für ganz Deutschland, auch in Österreich gilt sowas. Eine Trennung von Kirche und Staat ist nicht vorhanden. Seit diesem Vertrag nimmt der Staat Steuern für die Kirche ein. Auch ein Nichtkirchenmitglied bezahlt den Erhalt von Kirchen, Militärseelsorge, Gefängnisseelsorge, die Gehälter von Bischöfen und so weiter. Und ich denke, dass die Trennung von Kirche und Staat eine notwendige, überfällige Geschichte ist, die wir heute machen sollten, endlich realisieren sollten. Das ist nicht der Fall. 2003, glaube ich, muss ich selber nachschauen, kam der Papst nach München 2006 und es wurden alle Kanaldeckel gesichert und so weiter und so weiter. Und wir haben uns überlegt, wie können wir darauf aufmerksam machen, was da eigentlich passiert mit dieser Verbindung von Kirche und Staat. Konkordat gibt es ja nur in allen Bundesländern und wollten also als Papst und Hitler gemeinsam Arm in Arm durch die Straßen gehen zu bestimmten Orten, wo die Geschichte beider auf ihre Art und Weise durchgesetzt wurde. Da habe ich wieder was gelernt, als ich mir dieses Kostüm auslieh in einem Kostümverleih in der Hohenzollernstraße in München und über den Arm trug und in das Kulturreferat in die Burgstraße 4 ging, stürmten 4 zivile Staatsschützer herein und sagten, das ziehen Sie einer nicht an. Ich fragte mich, wieso? Ja,
weil die Leute auf der Straße nicht beurteilen können, ob sie der richtige Papst sind oder nicht. Ich habe dem Herrn Mayer, hieß der stellvertretende oberste Staatsschützer, gesagt, naja, so einfältig könnte vielleicht die Polizei sein, aber die Menschen auf der Straße können das doch wohl nicht. Passt uns auf, was sie sagen. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass die Kunst frei sei aufgrund der Bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes und wenn er nun entscheiden würde, das sei nicht mehr der Fall, dann sollten wir zur Presse gehen und dann sollte er das dort erklären. Dann hat er hektisch telefoniert und mit seinen Vorgesetzten und sagte dann, ziehen Sie sich einer an, aber den Weg legen wir mir fest, also den Weg legen wir fest. Und wir durften dann vom alten Rathaus nicht dort gehen, wo wir gehen wollten, sondern mussten in die Eckstraße gehen, dort wurde das Kostüm beschlagnahmt. Und da sieht man den Herrn Staatsschützer, der ist, glaube ich, aber inzwischen in Rente gegangen. Wir haben dann auch noch mal so etwas gemacht mit dem Heiligen Stuhl, mit einer Firma Papst für sakrales Catering. Es gab dann einen Prozess in München und mir wurden drei Dinge vorgeworfen. Einerseits Verdacht, also Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Es wurde vorgeworfen Missbrauch von Zeichen und unangemeldete Versammlung. Aber nachdem wir dort gehen mussten, wo die Polizei wollte, war das alles sehr fragwürdig und strittig und es gab einen Freispruch. In Berlin durfte der Papst ja dann auch im Bundesreichstag sprechen. Auch dort haben wir eine solche Aktion gemacht. Ich habe mir extra auch gute Schuhe angemalt, nicht gekauft. Und in Berlin war es etwas anders als in München. Da waren die Leute auf der Straße sehr angeregt und haben geschmunzelt, gelacht und fotografiert und so weiter. Und das war also alles ganz wunderbar. Wir sind dann auch zum Reichstag gekommen. Und am Reichstag wurden wir dann allerdings in einen Container verhaftet. Und als ich ihnen zeigte, dass es ein Versammlungsrecht gibt und dass es auch ein Abzeichengesetz gibt und dass das Benutzen von Abzeichen zu Zwecken der Aufklärung, der Kunst und der Wissenschaft genehmigt sei, haben sie uns wieder freigelassen, aber einen Platzverweis erteilt. Aber ich glaube, viele Menschen haben verstanden, was wir wollten. Auch in Trier wurde jetzt immer der Heilige Rock alle paar Jahre gezeigt. Und das sind dann ungefähr 100.000 Menschen da, die den heiligen Rock, also die heilige Unterhose, Unterwäsche des Heilands sehen wollen. Das ist natürlich eine Fälschung, aber seit Nazi-Zeiten ist das auch eine wunderbare Angelegenheit. Dort war die größte Heilige Rock-Präsentation. Wir sind da auch in dieser Form hingegangen und durch die Straßen und haben da Sympathie und Irritation bewirkt. Es wurde extra eine Polizeiwache Heiligrock eingerichtet, in die wurden wir dann aber auch hineinbuxiert. Und als ich denen dann auch wieder das Grundgesetz zeigte und das Abzeichengesetz, mussten sie erst noch einen Staatsanwalt holen und der uns dann nach einer Dreiviertelstunde freiließ. Und dann durften wir weitergehen. Salzburg ist auch eine sehr schöne Stadt. Also ich bin ja nicht nur in München aktiv, ich habe zwar überwiegend Münchner oder bayerische Geschichten, aber wir sind auch in Wien und Berlin und Mönchengladbach und was weiß ich was aktiv. In Salzburg gab es jahrelang eine besondere Veranstaltung, nämlich von der Kameradschaft 4, das sind die Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, alljährlich zum Volkstrauertag einen Aufmarsch vor dem großen protzigen Kriegerdenkmal. Also das ist Gegenwart, das ist nicht Geschichte, das ist Gegenwart. Und dann marschierten dann die Kameraden der Waffen-SS, die Veteranen, und die meisten Grablichter waren vor diesem SS-Kranz, unserem gefallenen Kameraden der Waffen-SS. Und alle sahen das. Ich habe dort ein Gastatelier gehabt und habe dort eine Ausstellung gemacht, und dachte mir, ich kann da nicht einfach irgendeine Ausstellung machen, sondern muss mich auch darauf beziehen. Ich kann nicht so tun, als ob ich nichts gesehen hätte. Ich ging dann dahin mit Freunden und habe eine klassische künstlerische Technik angewandt, nämlich den Scherenschnitt.
und habe diese Kranzschleife beschnitten. Das war besonders aufregend offenbar. Ich habe dann diese Kranzschleife in die Galerie gebracht, habe dort eine Installation eingerichtet. Da stürmten dann der ehemalige Polizeipräsident, ehemaliges SS-Mitglied hinein und haben die jungen Frauen dort bedroht. Sie haben die Kranzschleife im Handstreich zurückerobert. Es war also wirklich eine heikle Angelegenheit. Und die Polizei, die Landespolizei, suchte einen preußischen Künstler, der das Kriegerdenkmal sprengen will. Das hatte ich nie vor. Mit deutschem Schäfer und mit Weißkopf haben sie den Künstler gesucht, aber nicht gefunden. Wir haben dann immer wieder solche Aktionen gemacht. Man sieht hier viele Mitbeteiligte. Das ging immer durch die Presse, durch die Öffentlichkeit. Das ist ja auch wichtig, dass das öffentlich wahrgenommen wird. Wir bekamen immer wieder Anzeigen. Hier sieht man die Kameraden der Waffen-SS. Der ehemalige Polizeipräsident hatte angeblich, wurde mir gesagt, bis 1967 ein Hitlerbild in Salzburg in seinem Büro hängt, 1967. Man sieht, sah auch immer wieder da Aufmärsche mit den alten Hakenkreuzorden und die Burschenschaften, die in dieser geistigen Tradition stehen. Hier sieht man eine Handhaltung der österreichischen Bundespolizei mit dem wunderbaren dem Mützchen Scharks. Diese Handhaltung ist keine politische, sondern ist nur zur Abwehr der Presse erhoben. Wir bekamen viel Unterstützung. Es gab viel Diskussion. Und das ist ja eigentlich auch das Gute, wenn Kunst etwas sichtbar und das öffentlich macht, was sonst über Jahrzehnte hingenommen wurde und so weggeschaut wurde. Jetzt konnte man nicht mehr wegschauen. Auch Elfriede Jelinek hat sich dazu geäußert und sagte, das muss einfach gemacht werden. Das sei ein Akt von gewisser Hygiene. Hier sieht man, Hanne Hiob hat sich daran beteiligt und Hopsi Kramer aus Wien. Ich wurde dann irgendwann doch auch mal verurteilt in München, weil ein Staatsanwalt in München ein besonderes Strafverfolgungsinteresse sah. Er hatte vielleicht noch nicht ganz verstanden, dass Österreich nicht mehr zu Deutschland gehört. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich wenn ein deutscher Staatsbürger im Ausland eine besonders schwerwiegende Straftat begeht und dort nicht verfolgt wird, weil dort das Verfahren eingestellt wird, wie es tatsächlich geschah, dann hat der deutsche Staatsanwalt die Möglichkeit, hierzulande einen Strafprozess anzuleiern. Das hat er auch getan und ich wurde dann auch verurteilt, und aber zu einer geringen Strafe. Trotzdem wurde ich in Salzburg dann mal eingeladen und war in meinem Leben ein 3-Wochen-Professor in Salzburg an der Sommerakademie, und wir haben da mit den Studierenden gemeinsam ein Projekt entwickelt zur Rückgabe der von den Nazis geraubten Häuser in der Stadt, die nämlich nie zurückgegeben wurden. Wir haben diese Häuser, haben das recherchiert, haben das sichtbar gemacht, das war eine tolle Arbeit und haben viele, viele etwas mitbekommen. Wir haben auch erstmals trotz Verbotes bestimmte Dokumente über die sogenannten Arisierer, also die Nazi-Räuber, öffentlich machen können. Und während wir das machten, bekamen wir einen Hinweis darauf, dass die Salzburger eine Tafel aus Adneter Marmor am ehemaligen Gerichtsgebäude anbrachten, wo nämlich Theodor Herzl sein Rechtsreferendariat ableistete. Und sie haben aus seinem Tagebuch einen Satz dort in Marmor gemeißelt. Das sieht man hier oben. Und drauf stand: in Salzburg brachte ich die glücklichsten Stunden des Lebens zu. Mit die Glücklichsten. Aber das Zitat ging weiter. Und dieser zweite Satz wurde unterschlagen. Der hieß nämlich: ich wäre auch gerne in dieser
schönen Stadt geblieben, aber als Jude wäre ich nie zur Stelle eines Richters befördert worden. Den hat man unterschlagen. Man meinte aber, man müsste doch mal was machen für die Juden, weil es kommen doch auch jüdische Besucher zu den Sommerfestspielen. Und wir geben zwar nicht zurück, aber machen mal so eine Tafel. Nachdem wir diesen Text dorthin geschrieben hatten, das sah dann so aus, gab es großen Treu. Es gab eine Strafanzeige, es gab eine Forderung, Sachbeschädigung wieder zu machen. Ich habe gesagt, wir haben nichts schlecht gemacht, wir haben etwas gut gemacht, wir haben ein beschädigendes Zitat ergänzt. Das ging dann ziemlich durch die Presse, auch überregional. Und als dann in den USA, selbst amerikanische Presse, Washington Post, glaube ich, war es, darüber schrieb, wie man mit Zitaten in Österreich umgeht, hat sich der Bundespräsident eingeschaltet und hat die Salzburger aufgefordert, das Zitat zu ergänzen, weil sonst die Gefahr bestünde, dass das Ansehen Österreichs in der Welt beschädigt werden könnte. Na, und wie war es? Und die Österreicher waren immer schon alle dafür gewesen, das zu ergänzen. Ne? Die Grünen, die SPÖ und alle waren immer schon dafür gewesen und haben es gemacht. Und sie haben es auch eine typisch österreichische Art und Weise gemacht, nämlich so, hier oben links sieht man das. Eine Tafel, das ist hier farblich nicht ganz richtig, eine braun geflammte Marmortafel. Warum braun geflammt? Weiß ich, die andere war weiß und schwarz auf weiß war das eigentlich ganz okay und gut lesbar. Und haben es nicht mehr dort angebracht, sondern an einer anderen Stelle zwischen einer Regel und einer Türe, wo eigentlich gar niemand hinkommt. Das ist eine österreichische Geschichtslösung. Eine Sache noch, oder zwei Dinge möchte ich noch gerne aus München zeigen. Es gibt da in München ja also es gab das Pogrom 1938 und wir haben mit Georg Schramm und Edgar Liedl und Heinz Huber haben wir gedacht, man müsste da mal erinnern in einer anderen Form und mal überlegen, wie denn das heute wäre und wie die Menschen heute reagieren würden, wenn so etwas stattfände vor aller Augen, denn es war ja nicht heimlich, dass Juden deportiert und abgeführt werden. Und wir haben uns so durch die Fußgängerzone bewegt und wurden nach einer Dreiviertelstunde verhaftet. Der Staatsanwalt hat ein besonderes Strafverfolgungsinteresse erkannt und eine unangemeldete Versammlung. Und dann haben wir es nochmal beantragt. Und dann wurde dieser Antrag abgelehnt mit der Begründung, die Stadt müsse für die körperliche und seelische Unversehrtheit der Passanten in der Fußgängerzone sorgen. Und wenn dies jemand sähe, 1999, 2000 oder danach, dann könnte er seelisch verletzt werden. Und deswegen müsse es verboten werden. Nachdem das auch wieder durch die Presse ging, wurde es doch genehmigt. Trotzdem wurden wir wieder einmal polizeilich gestört und wurden aber in dem Prozess freigesprochen. Eine besondere Geschichte ist in München im Alten Rathaus. 1929 fand in München mit 40.000 Veteranen der dritte Deutsche Reichskriegertag statt, ausgerichtet vom Deutschen Reichskriegerbund Kyffhäuser. Und da ist diese Tafel. Wir haben darauf aufmerksam gemacht in dieser Form und haben die Stadt gebeten, das zu kommentieren, da etwas anzubringen, dass man sich von dieser militaristischen Aufmarschgeschichte distanziert. Das wurde abgelehnt. Wir haben uns also hingestellt, kein Platz für Militaristen, und bekamen dann eine Morddrohung. Und als wir diese Morddrohung der Polizei gaben, haben die erst einmal gar nicht reagiert. Und als wir sie dem Staatsanwalt gaben, hat sie das erst einmal angeschaut und dann eingestellt und sagte, naja, man könne das zwar als eine Morddrohung lesen,
dass wir Kugeln aus dem letzten Krieg für uns noch bereit legen. Aber man könne es auch einfach als eine überspitzte Kritik oder eine Art lustige Beleidigung ansehen und hat damit das Strafverfahren eingestellt. Nun gibt es inzwischen tatsächlich etwas, was die Stadt gemacht hat. Großartig. Hier unten, da sieht man also eine, Sie haben gesagt, Sie machen eine Kontextualisierung. Dieses Täfelchen habe ich erst wirklich nach langem Hinschauen entdeckt. Es ist ungefähr 8x8 cm groß und es ist so ein Code daraus. Und dann kann man sich im Internet das anschauen. Aber dieses Täfelchen hat, glaube ich, noch niemand gesehen. Ja, wir kommen zu dem, womit wir angefangen haben. Platz für Kurt Eisner. Seit 1986 haben wir mit verschiedenen Personen, mit Wolfgang Anwärts, mit Katzüller, mit Schorsch Wäßler und vielen anderen, immer wieder darauf geschaut und angeregt, dass man ein würdiges Denkmal für Kurt Eisner anbrächte in dieser Stadt. Denn er ist ja immerhin der Begründer der Demokratie und er hat die Militärdiktatur beendet und die Adelsdiktatur und das Frauenwahlrecht eingeführt und den 8-Stunden-Tag und so weiter. Und man könnte, nachdem München mal in der deutschen Geschichte 2 Tage vor Berlin war, eigentlich sogar darauf stolz sein. Stattdessen geniert man sich eigentlich und tut so, als ob man das verstecken müsste. Daraufhin haben wir gesagt, wir müssen machen ein unterirdisches Denkmal, ein den Münchnern entsprechendes Denkmal, wo man nicht sieht. Schlagen das Pflaster auf und machen ein unterirdisches Denkmal, wo man den Dackel drüber führen kann, darauf parken kann und den SUV drüber fahren, das weiß ich was. Und haben dann das Pflaster aufgeschlagen und haben ein Porträt von Eisner dort eingefüllt. Und naja, dann gab es auch wieder einen Bußgeldbescheid. Und haben nun seitdem immer wieder verschiedene Aktionen dort an der Stelle in der Faulhaberstraße, die nach dem Antisemiten Faulhaber heißt, an der Stelle, wo er ermordet wurde, immer wieder auch Grenze niedergelegt, Aktionen gemacht. Da haben wir auch ein Porträt in die Staatskanzlei gebracht, weil in der Staatskanzlei hängen alle möglichen Ministerpräsidenten, aber Kurt Eisner nicht. Wir konnten das Bild auch in die Staatskanzlei bringen, aber der Herr Seehofer, jetziger Innenminister, schrieb uns oder ließ uns schreiben, dass sie es nicht aufhängen, weil sie hängen nur Ministerpräsidenten ab 1945 dort an die Wand. Sonst müssten sie auch den Ritter von K., der ja sich mit den Nazis eingelassen hatte, auch dort aufhängen, das wollten sie nicht. Und deswegen hängen sie auch der Preister nicht auf. Also großartige Begründung, wir schrieben ihnen dann, wir fänden es ganz gut, wenn sie alle dort zeigen, auch den Ritter von K., vielleicht 33 Zentimeter tiefer, und mit einem Text, was es denn bedeutet, wenn man sich mit den Nazis einlässt. Aber das ist der bayerischen Staatsregierung offenbar nicht möglich. Inzwischen haben wir da solche verschiedenen Aktionen jedes Jahr wieder gemacht, einmal den Kurt-Eisner-Platz im Marienhof schon mal so benannt. Das wird immer von der SPD-Stadtregierung auch abgelehnt, mit der Begründung, eine Grünfläche würde nicht benannt. Es gibt dort einen Stein, der steht auf Marienhof. Man macht keine Doppelbenennungen. Es gäbe eine Straße in Neuperlach. Schaut euch mal diese Straße an. Die Straßenschilder sind verdreckt, erbärmlich und noch nicht mal drunter steht, wer das war. Es ist also grauenhaft und wir müssen da immer noch wieder was machen. Ich habe inzwischen entdeckt, dass die Gräber von Kurt Eisner und Gustav Landauer Ehrengräber der Stadt München waren, von den Nazis 1933 geschändet, die Urnen herausgerissen und die wurden dann im neuen israelischen Friedhof beigesetzt. Ich habe den Oberbürgermeister angeregt, oder wir haben den Oberbürgermeister angeregt, daraus ein Ehrengrab zu machen. Das wurde abgelehnt. Wir haben die Dokumente gefunden, dass es 1920 diese Grabstelle von der Stadt als Ehrengrabstelle gekauft wurde. Aber ich habe vor kurzem einen ersten positiven Brief bekommen, nämlich, dass das Grab künftig von der Stadt gepflegt wird. Ich gehe davon aus, dass es dann ein Ehrengrab ist. Und dass wir es irgendwann auch erreichen,
dass der Marienhof Kurt-Eisner-Platz benannt wird. Man braucht dazu manchmal vielleicht etwas, was ich gerne machen würde, nämlich eine Art Werkstatt des Ungehorsams. Und vielleicht können wir das mal gemeinsam demnächst üben, wie man den Ungehorsam in verschiedensten Situationen realisiert. Okay, das war jetzt so mal mein Beitrag. Vielen Dank für die spannende Vorstellung von deinem Werk. Und nochmal der Hinweis, du forderst ja konkret dazu auf, deine Aktionen nachzuahmen oder zu übernehmen. Man hat jetzt auch gesehen, dass du natürlich auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer hast. Ich war ja selbst schon bei sehr, sehr vielen Terminen dabei, zum Beispiel als wir an König Ludwigs Geburtstag alle zusammen unter dem Motto gegen die Ludwigserei in den Starnberger See gesprungen sind, genau an der Stelle, wo er verstorben ist. Und ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf die Webseite des Vereins Das andere Bayern. Das ist nämlich ein Verein, der sehr, sehr viele Aktionen von dir unterstützt, beziehungsweise ihr sehr viele Aktionen auch gemeinsam organisiert. Ihr findet die Webseite auch in der Kommentarspalte www.dasanderebayern.de. Hier findet ihr viele UnterstützerInnen Wolfram Kastners, dokumentierte Aktionen und auch aktuelle Termine. Und es ist immer offen für alle, mitzumachen und zu unterstützen. Und noch kurz am Rande, zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehören die beiden Kabarettisten, die bayerischen Kabarettisten Ottfried Fischer und Dieter Hildebrandt. Genau, jetzt haben wir aber auch einige Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, denen ich mich jetzt ganz gerne widmen würde. Und zwar gibt es erstmal ganz viel Lob. Therese Arm-Windel schreibt, keine Frage, bisher nur einfach mal vielen Dank für deine wertvollen Impulse. André Germes schreibt, klasse Aktion, bitte mehr davon. Und Elli Jeni stellt die Frage, viele Kulturschaffende haben durch die Corona-Pandemie schwere Einbußen erfahren. Wie ist es dir gegangen und was würdest du dir von den Regierungen wünschen oder der Regierung wünschen? Was könnte sie für Kulturschaffende tun in der jetzigen Situation? Naja, sie könnten zum Beispiel einen solchen Betrag, wie für die Lufthansa ausgegeben wurde von 9 Milliarden, wo aber, glaube ich, nicht mal 10% so viel Beschäftigte wie im Kulturbereich tätig sind. Sie könnten so einen Betrag mal zur Förderung der Künstler, der Künstlerinnen und Künstler bereitstellen. München ebenfalls als Kunststadt, Bayern als Land, das sich immer sehr mit seiner Kultur brüstet. Es wäre sinnvoll, diese Dinge, also die Künstlerinnen und Künstler mal anders zu fördern, weil da natürlich die Existenzgefährdung ganz besonders groß ist. Ich selber habe in dieser Zeit, 75 Jahre nach 1945, Weiße Fahnen, mein Projekt mit Weißen Fahnen gemacht und habe, nachdem erstmal die Stadt das nicht wollte, wegen Corona, und dann aber die Presse angefragt hatte, ob die Stadt in irgendwas macht zum 75. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Ende des Krieges und sie nichts machten, weil sie alles eingestellt hatten, dann haben sie auf einmal doch gesagt, jetzt machen wir doch. Und dann hingen 300 weiße Fahnen in München. Und das wurde dann auch von der Stadt zum Teil finanziert und anderen. Und ich denke, wir sollten uns als Künstler natürlich auch nicht darauf kaprizieren, dass wir so, wie wir bisher gearbeitet haben, immer weiter arbeiten, sondern vielleicht auch situationsbedingt mal auf die Dinge eingehen und vielleicht in die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht nicht mit 100 Leuten in eine kleine Galerie, sondern vielleicht in die Öffentlichkeit, auf die Straße, mit Abstand und etwas sichtbar machen von dem, was in dieser Stadt sonst nicht sichtbar ist oder an anderen Orten. Also ich denke, wir sind herausgefordert, da kreativ darauf zu reagieren. Aber auch die Öffentlichkeit ist herausgefordert, den Kulturbereich, ohne den es nicht geht. Wir könnten ohne Panzerproduktion, glaube ich, gut leben, aber ohne Kultur nicht. So zu finanzieren, wie es notwendig wäre. Die nächste Frage wäre, wie finanziert man eigentlich all diese Aktionen? Ja, das ist eine gute Frage.
Man muss sie einfach erstmal machen. Und das ist, also öffentliche Mittel bekommt man da nur selten oder spärlich. Aber zum Beispiel zu den Lesungen aus vertrauten Büchern ist es mir gelungen, da viele Mitveranstalter inzwischen zu gewinnen, die auch einen kleinen Beitrag da etwas mitfinanzieren. Ansonsten ist es schwierig. Man muss da schauen, also es gibt dann mal die Giordano Bruno Stiftung und es gibt mal den Bund für Geistesfreiheit oder auch die Rosa Luxemburg Stiftung. Sogar die Petra Kelly Stiftung hat schon mal etwas gefördert von mir, wo es um die Erinnerung am Alten Rathaus ging. Sonst halten sie sich da eher ein bisschen zurück, aus unterschiedlichen Gründen. Also es ist schon immer schwierig und man wird sicher nicht reich. Und ich kann mir natürlich kein großes Atelier leisten. Ich lebe sehr bescheiden. Ich habe bescheiden und versuche, mit den Menschen gemeinsam was zu machen und das in irgendeiner Form zu investieren, dazu zu finanzieren. Manchmal gibt es auch eine kleine Spende oder so etwas, da gibt es auch die Möglichkeit, etwas beizutragen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man bei der Siemens Kulturstiftung ein Bild für 100.000 Euro verkaufen würde. Das kann ich nicht. Die Bilder, die hinter dir hängen, sind natürlich auch zum Verkauf, aber die kosten nicht so viel, wie du jetzt gerade gesagt hast. Und ich denke mal, du brauchst natürlich auch immer viel Geld für deine Anwälte, die du dann zahlen musst, wenn du Bußgelder bekommst für deine Kunstaktionen. Was sind das eigentlich für Anwälte? Gibt es da Anwälte, die auf Kunst und Kultur spezialisiert sind? Nein, das sind ja meistens Anwälte, die sich, weil es sind ja immer Strafprozesse, das wird ja meistens wegen einer strafbaren Handlung, wegen Sachbeschädigung oder sonst irgendwie Verstoß gegen das Versammlungsgesetz oder so angezeigt. Es sind wenige politische Anwälte, die es noch gibt. Das ist der Jürgen Arnold, das ist der Hartmut Wächter, das ist der Moni. Ich bräuchte vielleicht auch mal noch mal jüngere Anwälte, die sich da auch mal engagieren könnten. Die Kosten für diese Prozesse kann ich nicht tragen. Es gibt keine Rechtsschutzversicherung, die so etwas bezahlt. Die Gewerkschaft Verdi, der ich angehöre, hat schon mal auch in einem einzelnen Fall etwas finanziert. Aber zum Beispiel bei dieser ganzen Jodl-Geschichte sind es inzwischen 10.000 Euro, die an Gerichtskosten und Anwaltskosten angefallen sind für die Gegenseite. Und das ging nur, indem die Giordano Bruno Stiftung so etwas mitfinanziert hat. Und wir ein Spendenkonto eingerichtet haben. Denn man sieht auch da, dass wir leben ja nicht mehr in der Klassenjustiz. Die Reichen können sich einen Prozess leisten, aber ich hätte schon längst aufgeben müssen. Es geht also nur mit Unterstützung von vielen. Dann hätten wir noch eine weitere Frage, und zwar: Wie reagieren andere Künstlerinnen und Künstler auf dein Werk? Gute Frage. Ich habe einen Antrag, ich kann es bald damit beantworten. Ich habe einen Antrag gestellt auf Mitgliedschaft im Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler München-Oberbayern. Mein Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, ich hätte divergierende Ansichten zu kulturpolitischen Themen. Ich weiß zwar gar nicht welche, und das wurde auch nicht ausgeführt. Ich frage mich, was in einem solchen Berufsverband bildender Künstler für einen Geist herrscht, dass wie da Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst im Kurs stehen. Es gibt natürlich viele Künstler, die meisten wohl, die ja gerne unter den Rock schlüpfen und die gerne Karrieren durch den Hintern machen und die gerne auch brav sind und dekorieren, egal ob es da Waffenexporte gibt und Krieg in der Welt und so weiter, und da lieber wegschauen, irgendwelche esoterischen Geschichten machen oder irgendwelche Harmlosigkeiten, die auch im Bankfoyer oder in der Konzernzentrale von BMW oder Rheinmetall hängen könnte. Die mögen mich natürlich nicht. Aber es gibt andere, glücklicherweise. Nicht so viele. Ich hoffe, es werden mehr. Und insbesondere unter den Jungen hoffe ich, dass es mehr werden. Wie zum Beispiel die Polizeiklasse und solches, die ich ja gut finde und wo man vielleicht auch mehr zusammenarbeiten könnte.
und sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig befruchten und gegenseitig anregen. Das wäre gut. Du bist ja auch dringend auf der Suche nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit den sogenannten Judensaus-Skulpturen beschäftigen. Auch da gibt es eine Webseite von dir, die heißt, glaube ich, christlichesauerei.de. Nee, die heißt www.christliche-sauerei.de. Da hast du bereits in sehr, sehr vielen Städten diese Skulpturen dir angeschaut. Das sind ja meistens so Steinskulpturen, wo dann ja jüdische Menschen an den Zitzen hängen. Und es gibt da in diesen ganzen Abbildungen oder Kirchen, wo die hängen, gibt es überhaupt gar keine Erklärungen, was das eigentlich ist. Ich glaube, du hast in Regensburg bereits durchgesetzt, dass da eine Tafel an den Regensburger Dom kommt. Aber du hast ja schon sehr, sehr gute Vorarbeit auf deiner Webseite geleistet und suchst jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das Thema mal richtig und umfassend aufgreifen, richtig? Ja, das ist ja ein wirklich deutsches Phänomen. Diese sogenannten Judensauskulturen in Wittenberg, in Magdeburg, in Regensburg, in Nürnberg, in Xanten, in Köln und so weiter und so weiter, gibt es in keinen anderen Ländern in Europa. Und es gibt aber keine wissenschaftliche Forschung dazu. Es gibt ein einziges Buch von 1974 in London erschienen auf Englisch von Isaiah Shaker am Abi Warburg Institut. Inzwischen gibt es aber, ich habe weitere solche Skulpturen entdeckt. Es gibt vielleicht auch noch mehr. Es sind grauenhafte, beschämende, beleidigende, erniedrigende Hassskulpturen aus dem religiösen, kirchlichen, christlichen Bereich. Man müsste das wissenschaftlich erforschen. Auch die Rezeptionsgeschichte. Es gibt Orte bei Fürth zum Beispiel, die ja zur Stadt, in der Nazizeit zur Stadt der Judensau erklärt wurden. Das Wort meinen die meisten, würde aus dem Nazi-Jargon stammen. Nein, es stammt aus dem Kirchenbereich. Und es wird von den deutschen Kunsthistorikern auch als ein Terminus technicus verwendet, aber nicht erforscht. Es hat sich keine einzige deutsche Universität bisher dazu bereit erklärt, dieses deutsche Schandbild-Phänomen, Wissenschaft und seine Verbreitung, wie kommt es von Brandenburg nach Köln, nach Nürnberg, nach Regensburg und so weiter, Zerbst und so weiter, wohin, das zu erforschen und die Rezeptionsgeschichte bis heute. Es gibt einen Prozess in Wittenberg, wo einer das verlangt, dass das abgenommen wird, weil er sich dadurch beleidigt fühlt als Jude. Das wurde bisher abgelehnt. Das wäre ein eigener Vortrag, da könnte ich sehr viel dazu erzählen, wie man sich heute darum herumtritt. Ich meine, in Regensburg hat man eine Tafel angebracht, weil man nicht mehr anders konnte. Aber da hat man drauf geschrieben, dass das Verhältnis zwischen Juden und Christen sehr unproblematisch. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz richtig, der Wahrheit entsprechend. In Köln hat man gelogen darüber, in anderen Orten hat man das, wollte man es abnehmen und dann hat man es doch wieder angebracht, weil der Denkmalschutz hätte eine unglaubliche Geschichte, die mit dem heutigen Antisemitismus natürlich zu tun hat, weil der stammt nicht, der ist nicht vom Himmel gefallen, sondern der kommt aus dem Schoß der Kirche, des Christentums und ist in den Schoß der Nazis gefallen übergegangen. Ja, wir hoffen sehr, dass dieses Skandalthema endlich mal wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Wir sind jetzt am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Wir haben diverse Links, also zum Beispiel über dein Buch, dann auch der Hinweis auf die Kurt-Eisner Kulturstiftung, wo man dich auch erreichen kann. Dann der Link zum anderen Bayern und unsere Webseite in der Kommentarspalte hinterlassen. Wir möchten dir sehr herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Weitere Informationen zur Veranstaltung des Kurt-Eisner-Vereins findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.by.rosalux.de. Und wer zufällig gerade in München ist, kann auch sehr gerne bei uns im Büro vorbeikommen an der Westendstraße 19, weil dort eine Ausstellung noch zu sehen ist von Wolfram Kastner über bayerische Revolutionärinnen und Revolutionäre. Ja, dann wünsche ich uns jetzt allen einen schönen Abend und hoffe, dass viele deiner Kunstaktionen mehr in die politische Bewegung einfließen und nachgemacht werden und so weiter.
Auf Wiedersehen. Auch tschüss, danke.